Wer den Stickoxidausstoß wirklich auf Null setzen will, der müsste die Elektroflotte sofort verbieten. Ganz ehrlich, ich habe mir wirklich eine Weile Gedanken darüber gemacht, ob ich dieses Video überhaupt mache. Und in diesem Video möchte ich es mit einem Artikel in Fokus aufnehmen, einem Interview, das geführt wurde mit einem Antriebsexperten. Und ich glaube, ihr könnt euch jetzt schon alle vorstellen, was jetzt kommt. Und eigentlich habe ich überhaupt gar keine Lust, dieses Video zu machen. Es geht mir nämlich extrem auf den Keks und deswegen mache ich dieses Video nicht. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ich habe schon verstanden. Wir können und wir dürfen nicht aufhören auf solche Berichterstattungen, die einfach, keine Ahnung, aus der Luft gegriffen sind, in denen Märchen erzählt und Mythen wiederkommen und wiedergegeben werden. Wir müssen weiterhin darauf eingehen und aus diesem Grund mache ich dieses Video gerne für euch. Konkret geht es um einen Artikel, der auf Focus Online vor einigen Tagen erschienen ist. Den Link dazu, den gibt es natürlich in den Shownotes hier unter diesem Video. Und die Überschrift dieses Beitrages, die seht ihr jetzt hier, der Beitrag ist jetzt hier mal eingeblendet, Verbrenner aus ab 2025, Antriebsexperte erklärt die Abgasnorm Euro 7. Und wer einigermaßen bis 3 zählen kann, der weiß, was jetzt kommt und der kann sich das sicherlich gut vorstellen. Und wir gehen jetzt diesen Artikel einfach mal ein bisschen durch und ich versuche mal mit den Aussagen in diesem Artikel aufzuräumen. Okay, was mir schon mal als erstes auffällt bei diesem Artikel, ist gleich die erste Bildunterschrift. Ich habe es hier mal eingerahmt in blau. Neue CO2-Steuern sollen den Autoverkehr teurer machen. Da frage ich mich jetzt erstmal ganz ehrlich, soll es in diesem Artikel jetzt über CO2-Steuern gehen oder soll es über die Abgasnorm 7 gehen? Also, und dann dieses Bild, ein Mann, der am Tanken steht und in seinem Portemonnaie herumkramt. Hier hat das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Das ist also schon mal irgendwie so ein richtig schöner Einstieg in diesen Beitrag. Und eigentlich sollte man an der Stelle jetzt schon mal einfach aufhören zu lesen, aber wir machen einfach mal weiter. Und ja, natürlich übrigens, nicht der Autoverkehr soll teurer werden, sondern das Fahren mit Benzin und Diesel muss teurer werden und wird auch teurer. Denn es wird langsam Zeit, dass diejenigen, die Benzin und Diesel verbrennen, sich an den Auswirkungen ihres Tuns mit beteiligen. Und zwar speziell hier an den Klimaauswirkungen mit beteiligen und dazu diese CO2-Bepreisung, die ich persönlich für vollkommen richtig und noch für viel zu niedrig halte. Gut, dann schauen wir einfach mal rein. Das ist ein Interview, das hier geführt wurde mit einem sogenannten Motorenexperten. Das ist der Thomas Koch vom KIT. Und er will uns also in diesem Beitrag irgendwie erklären, was das mit der Euro 7 so auf sich hat. Droht dem Verbrenner das aus? Das ist also schon mal so die erste Aussage in diesem Beitrag, wo man sagt, darum geht es eigentlich überhaupt nicht, muss man darauf antworten. Es geht natürlich letztlich geht es darum, dass der Verbrennungsmotor sein zeitliches Ende sozusagen dem entgegensteht. Aber droht dem Verbrennungsmotor das aus, suggeriert einfach schon mal, dass vielleicht ab 2025 überhaupt gar keine Verbrennungsmotoren mehr auf den Straßen unterwegs sein dürfen. Das ist natürlich kompletter Unfug, denn es geht letztlich darum, um Neufahrzeuge, um Neuzulassungen. Gut, ich habe hier mal ein bisschen, ich spule mal ein bisschen vor hier in diesem Durchgang. Bleib mal kurz bei dem Bild hier stehen vom Thomas Koch. Es ist natürlich völlig klar, warum man hier den Herrn Thomas Koch als Gesprächsexperten ausgewählt hat. Er ist nun mal jemand, der mit Verbrennungsmotoren sein Geld verdient. Und wer ein bisschen Zeitung liest und Berichterstattung liest, der weiß, dass es eben mit dem Verbrennungsmotor zu Ende geht. Viele und immer mehr Staaten beschließen und haben bereits ein Aus für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren beschlossen. England zum Beispiel hat es erst jüngst vorgezogen. 2025 geht es in Norwegen los. Es gibt Ein- und Durchfahrverbote für Verbrennungsmotoren, die schon beschlossen sind. Und wenn man mit Verbrennungsmotoren eben sein Geld verdient, naja, dann ist es klar, dass man aus allen Rohren dagegen schießt, je näher dieses Ende kommt. Und das Ende ist nun mal abzusehen. Daran wird auch Herr Koch nichts
ändern. Und wie man so stolz hier wie er vor so einer Maschine stehen kann, die aus Hunderten von mechanischen Einzelteilen besteht, ist mir absolut ein Rätsel. Das ist für mich ist das Steinzeittechnologie. Das ist ein Zurück in der Technologie, zurück in die Vergangenheit und hat nichts mit dem zu tun, was wir in Zukunft brauchen. Ich denke mal, dass Herr Koch wahrscheinlich ebenso noch begeistert ist von analoger Telefonietechnik oder Rechenmaschinen, bei denen man mit mechanischen Kurbeln irgendwie arbeitet, weil sie eben einfach so schön sind und vielleicht auch Arbeitsplätze erhalten. Es hat aber nichts damit zu tun, was wir in Zukunft brauchen, um schlicht und ergreifend unser Klimaproblem in den Griff zu bekommen und insgesamt auf dem Weltmarkt einfach mitzuhalten. Denn das Thema Verbrennungsmotor ist letztlich ein Thema, was auslaufend ist und die Wertschöpfung wird in Zukunft schlicht und ergreifend woanders laufen. Okay, es gibt auch Aussagen in diesem Text, die ich ganz gut finde. Von ihm nämlich schon mal, dass er zum Beispiel sagt, es wird jetzt mal Zeit, dass andere Emissionsfaktoren mit in die Bewertung von Verbrennungsmotoren mit einbezogen werden. Denn bisher beziehen wir uns ja eigentlich hauptsächlich auf die Emission von Kohlendioxid, von Stickoxiden und Feinstaubpartikeln. Aber da sind ja auch noch eine ganze Menge mehr Sachen, die da aus dem Auspuff kommen. Zum Beispiel gehört dazu Lachgas und Ammoniak. Und ich finde es positiv, dass er sagt, diese Emissionskomponenten, das ist gut, dass die in der Euro 7-Norm mit betrachtet werden sollen. Das ist richtig. Es gibt nämlich noch eine ganze Reihe weitere sogenannte unlimitierte Schadstoffe, die bei Verbrennungen frei werden. Unlimitiert heißt Schadstoffmengen, die frei werden und für die es bisher in den Euro-Normen überhaupt keine Limitierung gibt. Und auch das ist, wie gesagt, so ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Und von daher ist es gut. Und da kann ich ihn hier definitiv unterstützen, dass es sehr, sehr gut ist, dass man jetzt anfängt, auch weitere Emissionsfaktoren mit in die Euronorm 7 mit aufzunehmen, die denn da kommt. Wir blättern mal ein bisschen weiter. Ziemlich zynisch und ziemlich krass finde ich, dass er sagt, er ist ja gar nicht dagegen, dass in der Euro 7-Norm weitere Verbesserungen an den Emissionsstandards stattfinden sollen. Er spricht aber hier von homöopathischen Verbesserungen. Also davon kann nun definitiv nicht die Rede sein. Es geht nämlich bei der Euro 7-Norm um sehr krasse weitere Verschärfungen der Emissionskomponenten. Und er hält diese Vorgaben für völlig irrelevant für die typische Stadtluft und für reine Mutwilligkeit. Und das zeige ich euch gleich nachher in einer anderen Grafik, die eingeblendet wird. Das halte ich für absoluten Unfug, denn genau das, was die Euro 7-Norm nämlich will, wird nämlich dazu führen, dass die insbesondere die Luftbelastung in den Innenstädten mit Schadstoffen wesentlich sinken wird. Dazu komme ich gleich. Deswegen ist diese Aussage hier wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen und fast schon zynisch. Interessant ist hier, und das ist jetzt gleich die entscheidende Grafik, die ich euch hier zeigen möchte, vielleicht für alle nochmal ganz interessant, nämlich hier spricht er so von bestimmten Beschränkungen bei den Stickoxidemissionen. Und vielleicht für alle, die es noch nicht gewusst haben, die Stickoxidemissionen, die sind unter anderem an die Außentemperatur gekoppelt, auch bei diesen Prüfverfahren und Messverfahren. Und ihr könnt hier, ich habe es hier ein bisschen unterstrichen, sehr schön sehen, dass je kälter es wird, immer mehr Stickoxidemissionen zugelassen sind. Die sind offiziell zugelassen. Das ist also auch eine Sache, die halt die aktuelle Norm so mit sich bringt. Das heißt, je kälter es wird, desto mehr Emissionen dürfen von diesen Fahrzeugen ausgehen. Ich finde, das ist eigentlich schon mal ein Punkt, wo man sagt, das kann eigentlich nicht sein. Woran liegt es? Nun, es liegt unter anderem daran, dass Abgasnachbehandlungssysteme in Verbrennungsmotoren eben erstmal bestimmte Betriebstemperaturen erreichen müssen, um voll wirksam zu werden. Oder, das kennen wir ja auch aus dem Dieselskandal, dass bestimmte Abgasreinigungsverfahren gar nicht erst sozusagen aktiv werden, wenn es kalt genug ist. Der arme Verbrennungsmotor muss ja geschont werden. Und wenn wir uns jetzt diese Grafik hier mal angucken, dann finde ich, dann wird hier ganz klar, wo wir eigentlich im Moment die größten Probleme bei den Abgasen von Verbrennungsmotoren haben. Nämlich, das ist einerseits ganz links in der Grafik bei extremer Kälte, bei langem Leerlauf, bei Kurzfahrten und im Stop-and-Go-Verkehr. Das sind also Bereiche, in denen jetzt im Moment auch nach der Euronorm 6D besonders hohe Emissionen auftreten.
Dazu muss man sich bitte mal Folgendes vor Augen halten. Jeder Kaltstart eines Verbrennungsmotors erzeugt die Menge an Schadstoffen, die auf einer sonst etwa 1000 Kilometer langen Fahrt freigesetzt werden. Jeder einzelne Kaltstart entspricht also in den Emissionsmengen dem von 1000 Kilometer weiterer Fahrt, wenn das Auto warm ist. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Fahrzeuge alleine in Berlin wahrscheinlich heute früh, wir hatten es heute früh hier knapp minus 4 Grad, wie viele Fahrzeuge heute früh kalt gestartet wurden, wahrscheinlich 10, wenn nicht hunderttausende Fahrzeuge, die heute früh kalt in den Innenstädten, in den Straßenschluchten, überall, auch bei uns hier auf dem Hof, kalt gestartet wurden und dort die ersten Minuten vielleicht sogar warm gelaufen lassen werden, dann ist es klar, dass hier eine unfassbare Menge an Schadstoffen einfach mal eben so bei jedem Kaltstart morgens freigelassen werden. Das gleiche am Nachmittag, das gleiche vielleicht nochmal zwischendurch. Und hier ist völlig klar, dass das eine Quelle von massiven Schadstoffemissionen ist und die muss runter. Wie man jetzt sagen kann, das ist nicht einzuhalten und das ist Unsinn, das ist nämlich das, was hier rauskommt, kann ich also überhaupt nicht nachvollziehen. Im normalen Fahrbetrieb die Schadstoffemissionen so im Griff zu haben, ist kein Problem. Aber in Extremsituationen, in denen extrem hohe Schadstoffmengen frei werden, hier muss die Technik selbstverständlich nachsteuern. Das kann nicht weiter sein, dass bei Kaltstarten und beim Rumstehen an der Ampel, im Stop-and-Go-Verkehr, große Schadstoffmengen zugelassen werden. Das geht einfach nicht. Hier muss einfach nachgesteuert werden. Und das will ja genau die Euro 7-Norm machen. Übrigens genauso wie bei starken Beschleunigungsvorgängen in großer Höhe, wenn es bergauf geht und wenn zum Beispiel auch Anhänger gezogen werden. Auch in solchen Situationen werden exponentiell mehr Schadstoffe im Moment frei und dürfen freigesetzt werden. Und hier muss man sich mal klar die Frage stellen, warum eigentlich? Also auf Deutsch gesagt, warum geben wir uns damit zufrieden, in einfachen Fahrsituationen relativ gute Schadstoffwerte zu erreichen, aber dann, wenn es ein bisschen kompliziert wird, wenn es ein bisschen anstrengend wird, wenn es ein bisschen außergewöhnlich wird, dann sagen wir, na hier dürfen die Schadstoffmengen explodieren, das ist uns alles egal. Nein, es darf uns nicht egal sein, denn ich meine, wir haben diese Schadstoffbelastung und die muss runter. Und das passiert genau in solchen Fahrsituationen und genau hier will die Euro 7-Norm ansetzen. Deswegen halte ich es für völlig richtig anzugehen und zu sagen, die Schadstoffemissionen auch in solchen Extremsituationen müssen dramatisch runter und dürfen nicht mehr von Temperatur, Höhe, Stop-and-Go oder was auch immer irgendwie abhängen. Das darf einfach nicht der Fall sein. Und es ist auch völlig richtig, dass diese Schadstoffemissionen bei Neufahrzeugen, aber auch bei Fahrzeugen, die meinetwegen 200.000 Kilometer schon auf der Uhr haben, dass die eingehalten werden müssen. Das ist doch völlig klar. Warum soll ein Fahrzeug, das schon 100 oder 200.000 Kilometer hinter sich hat, plötzlich andere Schadstoffwerte ausstoßen dürfen als Neufahrzeuge? Das ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Dass das nicht mit einem Plug-in zu erreichen ist, so wie ihr es hier sagt, das ist völlig klar. Das heißt, hier muss ganz anders an die Sache rangegangen werden. Gut, dann schauen wir mal weiter. Interessant ist jetzt der nächste Punkt, der jetzt kommt, nämlich Elektrofahrzeuge, E-Autos verursachen Schadstoffe durch die Stromerzeugung. Ja, also er spricht jetzt erstmal davon, dass man bei der Euro 7-Norm willkürlich die Schadstoffemissionen von Verbrennern auf quasi null runterdrücken muss. Gleichzeitig aber soll es erlaubt bleiben, dass bei Elektrofahrzeugen die Stickoxidemissionen durch die Stromerzeugung sehr viel höher sein dürfen. Er spricht hier vom deutschen Strommix, dass innerhalb des deutschen Strommixes NOx-Emissionen pro Kilometer umgerechnet bei ungefähr 70 bis 100 Milligramm pro Kilometer liegen. Ich habe das mal nachgerechnet und die Zahl ist ein bisschen zu hoch. Ich komme auf 70 Milligramm, aber sie ist annähernd richtig. Warum aber jetzt seiner Aussage nach der moderne Diesel so signifikant besser sein soll, erschließt sich mir nicht. Ja, es ist richtig, dass moderne Dieselfahrzeuge im Normalbetrieb, also im warmer Zustand, normale Fahrsituationen, irgendwo so zwischen 5 und 30 Milligramm Stickoxide pro Kilometer ausstoßen, was ungefähr 2 bis 3 Mal weniger ist.
Aber was hier entscheidend mal wieder vergessen wurde und was so typisch ist für diese dummen und blöden Berichte, die man immer lesen muss, ist, dass hier vergessen wird, dass Benzin und Diesel nun mal nicht an der Tankstelle wachsen, sondern diese Kraftstoffe, das sind Industrieprodukte, die aus Rohöl gewonnen werden und die man muss natürlich die gesamte Kette sozusagen mit betrachten, vom Bohrloch über den Transport, über die Raffinerie, über den Transport zur Tankstelle und so weiter und so fort. All das muss mit betrachtet werden und das muss mit jedem Liter Diesel und jedem Liter Benzin natürlich mit aufgerechnet werden. Und das wird hier wieder mal komplett vergessen. Und was ich besonders krass finde, ist, dass er dann sagt, naja, wer den Stickoxidausstoß wirklich auf Null setzen will, der müsste die Elektroflotte sofort verbieten. Das finde ich eine echt krasse Aussage. Er hängt zwar noch dran, dass natürlich das nicht sinnvoll ist, aber das ist wirklich eine krasse Aussage. Also bitte, Herr Thomas Koch, mal wieder das Übliche. Wenn Sie schon die Vorkette der Stromerzeugung mit einberechnen, dann müssen Sie bitte auch die Vorkette der Treibstoffproduktion mit einberechnen. Und wenn Sie das nicht machen, dann begehen Sie einen groben methodischen Fehler, der gefühlt schon seit 20 Jahren gemacht wird, wenn Elektrofahrzeuge umweltbilanziert werden im Vergleich zu Verbrennern. Man vergisst einfach mal das, was davor passiert. Übrigens, nicht zu vergessen, es geht nicht nur darum, bei den Dieselfahrzeugen kommen wir ja in den Stickoxidemissionen auch nur runter durch den Einsatz von AdBlue. Und übrigens, AdBlue fällt auch nicht vom Himmel, muss auch produziert werden. Übrigens mit einem großen Energieaufwand auf der Basis von Erdgas, muss transportiert werden. Das heißt also auch hier alleine durch die AdBlue-Produktion und die Verteilung deutschlandweit entstehen Stickoxidemissionen, die Sie bitte jedem Liter Diesel mit aufrechnen müssen. Dann wird es erst was. Abgesehen davon habe ich diese Zahlen noch mal ein bisschen gegengeprüft. Und abgesehen davon, dass wenn man das also mal mit den Zahlen von 2018 ausrechnet, man also auf 70 Milligramm pro Kilometer kommt bei der Stromerzeugung. 2018 hatten wir einen Anteil von erneuerbaren Energien im Stromnetz von 35,2%. Wir liegen im Moment geschätzt bei ungefähr 47% für das Jahr 2020, das ja jetzt fast zu Ende ist. Wir haben heute den 2. Dezember. Und das ist eine signifikante Steigerung von rund 12%. Das bedeutet im gleichen Sinne, dass auch die Stickoxidemissionen, die nämlich hauptsächlich durch die Kohlekraftwerke entstehen, weiter runtergehen. Das bedeutet, wir haben eben keinen signifikanten Unterschied mehr zwischen einem noch so modernen Diesel und der Stromerzeugung bzw. einem Elektrofahrzeug. Und wir wissen auch, und das wissen Sie auch ganz genau, dass die Stromerzeugung in Deutschland sukzessive auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Wir haben erst jetzt gestern gelesen, dass Kohlekraftwerke wieder vom Netz gehen werden. Noch in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr gehen Kohlekraftwerke vom Netz. Damit werden die Stickoxidemissionen weiter runtergehen. Und das ist der zweite Fehler, den ich Ihnen mal vorwerfe. Und das ist wieder das Übliche, was passiert. Es wird nämlich nur vom Status quo ausgegangen oder sogar noch schlimmer von alten Zahlen. Und Sie wissen es ganz genau und Sie sollten es auch wissen, dass mit jeder neuen Solaranlage, jedem neuen Windrad, jeder neuen PV-Anlage, alles, was da neu ans Netz geht, für die gesamte Elektroautoflotte der Stickoxidanteil runtergehen wird, was bei den Verbrennern nicht der Fall ist. Ja, also die Aussage, beim Stickoxidausstoß ist der moderne Verbrenner dem Elektroauto überlegen, ist also definitiv falsch. Richtig ist, das ist überhaupt gar keine Frage, dass alle Technologien der Elektrifizierung, also Brennstoffzelle, Elektrofahrzeug, Hybridfahrzeug, natürlich noch nach wie vor besser werden können, was die Produktion, was die Lebensdauer, was das Recycling angeht. Das ist überhaupt gar keine Frage, aber daran wird ja gearbeitet. Genau das passiert ja. So, jetzt kommt der nächste Punkt und das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sich einfach nur die Haare raufen kann, nämlich das Problem beim Verbrenner, das ist ja eigentlich gar nicht der Verbrenner, schreibt er, sondern das ist ja der fossile Kraftstoff, der eingesetzt wird. So, das heißt, jetzt kommen wir also wieder in das Märchen der E-Fuels rein. Und schlimm ist, dass Sie jetzt wieder davon ausgehen, dass mit dieser angeblich einseitigen Fokussierung auf die Elektromobilität die alternativen Technologien geschädigt werden. Ja, es ist ja auch gar kein Wunder, die herkömmlichen Techniken, die haben uns ja den ganzen Käse, was das CO2, die Schadstoffe und die Partikelemissionen angeht, ja auch eingebrockt. Sie weisen darauf hin, dass es super ist mit synthetischen Kraftstoffen und dass ein 13 Jahre alter Passat problemlos mit einem sogenannten R33-Kraftstoff fährt. Das ist also so ein synthetisch gewonnener Kraftstoff. Ja, da kann ich nur sagen, wunderbar.
Frage, was soll diese Aussage? Ich bin auch vor 10 oder vor 12 Jahren mein Opel Zafira mit E85 gefahren, aber das ist überhaupt nicht das Thema, weil das Problem ist nämlich, dass sie diese synthetischen Kraftstoffe, über die sie jetzt hier reden, dass sie die überhaupt nicht zur Verfügung haben. Sie sind schlicht nicht da. Ja? Sie schreiben hier, wenn zeitnah synthetische Kraftstoffe vorliegen würden. Das tun sie aber nicht. Sie sind nicht da. Und dazu gucken wir mal hier ganz kurz in eine Untersuchung vom Öko-Institut rein. Das Öko-Institut hat hier eine Untersuchung gemacht, die ist noch gar nicht so alt. Die ist vom Juli 2019. Und zwar Position zur Nutzung strombasierter Kraftstoffe im Verkehr. Und hier wird in der Zusammenfassung ganz klar gesagt, nämlich, dass, ich will es nicht einzeln vorstellen, dass wir vor dem Jahr 2030 nicht mal davon träumen dürfen, dass es E-Fuels in signifikanten Mengen in Deutschland geben wird. Sie werden schlicht nicht da sein. Es werden verschiedene Gründe aufgeführt. Das eine ist zum Beispiel, dass die Herstellung viel zu teuer ist. Das andere ist, dass wir in Deutschland vom Strommix her noch nicht da sind, dass wir von wirklich nachhaltigen oder CO2-freien oder CO2-neutralen synthetischen Kraftstoffen reden können. Alles das ist nicht da, das wissen Sie. Haben das sicherlich auch gelesen. All das ist nicht da und trotzdem wird das Gedankengebäude aufgebaut. Man bräuchte doch nur einfach mal eben schnell so ein bisschen synthetische Kraftstoffe herzustellen und dann würde alles irgendwie schon gut werden. Das ist schlicht nicht der Fall. Das wird nicht funktionieren. Ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, dass man zum Beispiel aus Altölen, aus Altfetten irgendwelche Art Dieselkraftstoffe herstellt, die zu benutzen. Ja, das kann ich in gewisser Hinsicht nachvollziehen. Aber auch hier müssen wir uns einfach mal die Mengen vor Augen halten, über die wir eigentlich sprechen und die wir benötigen. Allein in Deutschland werden pro Tag 120 Millionen Liter Diesel verbraucht. Ja, wir haben nicht mal... Und das sind dann fürs Jahr 2017 habe ich eine Zahl gefunden, wurden in Deutschland 33 Milliarden Liter Kraftstoffe verbraucht. Wir haben in Deutschland bisher nur Pilotanlagen zur Herstellung von E-Fuels. Wie man jetzt auf die Idee kommen kann, mal eben schnell zeitnah synthetische Kraftstoffe in diesen Mengen herzustellen, erschließt sich mir nicht. Sie gehen dann weiter davon aus, dass die vielleicht dann eben in anderen Ländern hergestellt werden. Wir haben darüber auch schon in unseren Sendungen berichtet. Irgendwo, wo es günstiger ist, wo es besser ist. Das sind alles Luftschlösser. Kein Mensch hat sich bisher mit diesen Ländern je einmal darüber unterhalten, ob die überhaupt damit einverstanden wären, dass man dort riesige Solarfarmen und Windkraftanlagen aufbaut, dass man dort die Produktionsanlagen aufbaut für E-Fuel, dass man das Wasser, das man dafür braucht. Man muss ja erstmal Wasserstoff schaffen und. Das sind alles Luftschlösser. Es sind schlichte Luftschlösser. Auf der anderen Seite bauen zum Beispiel Tesla in Brandenburg eine der größten Batteriefabriken auf, die 100 bis 250 Gigawattstunden an Batteriekapazität ausspucken wird von nachhaltigen, umweltfreundlichen, recycelbaren und hochleistungsfähigen Batterien. Und hier werden Luftschlösser aufgebaut. Finde ich unmöglich und ich finde es unverantwortlich. Krass ist auch Ihre Aussage, wenn man den gewonnenen erneuerbaren Strom gleich im Elektroauto einsetzt, dann kann man etwa dreimal so weit fahren wie in einem Auto mit E-Fuels. Das stimmt schon mal nicht, es sind mindestens 4 bis 5 Mal so weit. Und dann sagen Sie, dass sich der Wirkungsgradvergleich, den wir ja auch immer wieder anziehen, dass der sich nicht stellt, weil wir haben ja auf der Welt Energie im Überfluss. Finde ich total eine krasse Aussage, weil diese Mengen an erneuerbaren Energien, die wir brauchen, um diese Unmengen an E-Fuels herzustellen, die sind ja überhaupt nicht vorhanden. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ja, es ist einfach nicht vorhanden, die sind nicht da und bis wir die aufgebaut haben, wird es viel zu lange dauern, um irgendeinen positiven Aspekt fürs Klima zu schaffen. Also das sind zynische und nicht haltbare Argumentationsketten, die sie hier aufbauen. Es mag ja sein, dass man mit einem Solarmodul in Nordafrika dreimal so viel Strom ernten kann wie in Deutschland, aber sie sind dort nicht. Und ob man den Invest überhaupt sich traut, den Invest dort zu machen in diese Länder, ist überhaupt nicht geklärt. Also ich finde es unfassbar, welche Märchengebäude und welche Kartenhäuser hier aufgebaut werden, um... mit dem Ziel, das wissen Sie genauso, mit dem Ziel, bloß irgendwie möglichst lange beim Verbrennungsmotor zu bleiben,
Kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen. Das ist völlig unfair. Dann wird wieder das Argument der Arbeitsplätze gezogen, das ist klar. Aber im letzten Abschnitt, ehrlich gesagt, finde ich, treffen Sie die aus meiner Sicht, ihr merkt schon, ich kann gar nicht irgendwie vernünftig formulieren, so aufgeregt bin ich irgendwie darüber, finde ich, ziehen Sie eigentlich aus meiner Sicht die schlimmste Karte. Und zwar schreiben Sie wie folgt: Der jahrhundertealte Menschheitstraum der individuellen Automobilen, nämlich selbstbeweglichen Mobilität für jedermann, wird gerade klammheimlich zerstört. Das heißt, Sie bauen eine Argumentation auf und sagen, wenn wir voll auf die Elektromobilität setzen, dann zerstören wir auf der anderen Seite die Möglichkeit, dass Menschen sich selbstbestimmt individuell bewegen. Das ist schon mal krass, oder? Ich meine, eine selbstbestimmte individuelle Mobilität hat doch nicht zwangsläufig was mit dem Auto zu tun. Ich kann mich doch jederzeit auf mein Fahrrad setzen. Ich kann jederzeit in den Bus steigen. Ich kann jederzeit in die Bahn steigen. Ich kann zu Fuß gehen. Ich brauche nicht unbedingt ein Auto, um selbstbestimmt individuell mobil zu sein. Und dann geht es weiter. Die ideologisch aufgeladene Diskussion treibt einen Keil in die Gesellschaft. Ja, aber nicht von uns, bitteschön. Ja, den Keil, den treiben Sie in die Gesellschaft, wenn Sie immer wieder solche Argumente anbringen. Und Achtung, es geht weiter. Sobald die Menschen merken, dass Reichweitenmobilität nur noch etwas für Besserverdienende ist. Jetzt wird also wieder das Argument der Reichweite gezogen, nach dem Motto, Elektroautos können ja nicht weit fahren. Und wenn überhaupt, dann können sich das nur Besserverdienende leisten. Vielleicht die, die sich einen Tesla leisten können. Herr Koch, das ist doch kompletter Unfug. Es ist vollkommen an der Nase herbeigezogen, Reichweitenmobilität mit Besserverdienenden in Verbindung zu bringen. Selbst wenn ich als Lehrer mir vielleicht keinen Tesla leisten kann, dann kann ich doch trotzdem mit dem Elektroauto Strecken von 3, 5, 800 Kilometern zurücklegen. Ist doch kein Problem. Und wenn ich keinen Bock dazu habe, dann fahre ich eben mit der Bahn oder sonst wie. Aber diese Verbindung wieder mal zu bringen, die ist unfassbar, sie ist zynisch und sie ist falsch und sie ist dumm und sie treiben genau damit den Keil zwischen die Gesellschaft, anstatt den Leuten zu sagen, hey, ihr könnt auch heute schon mit einem Elektroauto, was bezahlbar ist, Strecken zurücklegen. Na klar, kann ich vielleicht mit einem E-Up oder mit einem kleinen Elektroauto vielleicht nicht unbedingt mal eben die 1000 Kilometer fahren. Also ich kann es schon machen, aber es ist vielleicht mit ein bisschen höherem Aufwand verbunden. Aber das heißt doch nicht, dass es nicht geht. Oh, also ich weiß nicht, ich finde es einfach nur noch schlimm. Ihr merkt schon, ich hatte irgendwie auf der einen Seite keine Lust auf dieses Video und auf der anderen Seite musste man es aber vielleicht auch nochmal deutlich machen. Herr Koch, zum Abschluss, falls Sie dieses Video sehen, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Und zwar lesen Sie sich mal dieses Dokument durch, Auswirkungen fossiler Kraftstoffe. Ich weiß, dass Sie jetzt sagen werden, nee, Herr Affel, von fossilen Kraftstoffen halte ich auch nichts von. Wir machen das mit E-Fuels, ne? Aber lesen Sie sich das doch nochmal durch und denken Sie dann mal bitte darüber nach, dass E-Fuels auch nicht mal so eben einfach vom Himmel fallen. Ja? Da gibt es nämlich eine ganze Menge Parallelen dazu. Und ich glaube, ich finde es schlimm, wenn wir Europäer als Beispiel hingehen und sagen, naja, wir lassen das alles irgendwo in Afrika produzieren, dann können wir hier weiter unsere Verbrennerautos fahren. Ja, ein schlimmer Beitrag auf Focus Online. Wollte ich für euch kurz kommentiert haben. Ich bin sehr auf eure Meinungen dazu gespannt. Schreibt es einfach mal bitte in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder wenn ihr zusätzlich noch die Alarmglocke klickt. Dann seid ihr nämlich immer informiert, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. In dem Sinne, ich habe es geschafft. Ich kann mich jetzt wieder wichtigeren Dingen zuwenden. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Julian sagt Tschüss.